Da wir uns derzeit einer der Maya-Kampagnen widmen, halte ich es für an der Zeit, sich ihre Spezialeinheit, den Blasrohrschützen, vorzunehmen. Im Vergleich zum Bogenschützen tauscht der Blasrohrschütze Schaden, Reichweite und etwas Angriffsgeschwindigkeit gegen etwas zusätzliche Gesundheit und die Fähigkeit, sein Ziel kurzzeitig zu lähmen, ähnlich wie der Frostzauber der Wikinger. Aber wie funktioniert diese Freeze-Mechanik eigentlich? Und wie schlägt sich der Blasrohrschütze gegen seine Kollegen? Nach framegenauer Analyse scheint es so, dass die genaue Dauer des Freeze-Effekts zufällig ist, sich aber zwischen 1,5 und 2,5 Sekunden bewegt. Wenn sich das Opfer gerade in einer Bewegungs- oder Angriffsanimation befindet, wird diese Aktion noch zu Ende geführt. Das klingt im ersten Moment vielleicht nicht nach viel, aber das sind 1-2 Sekunden, in denen das Opfer keinen Schaden anrichtet und sich nicht bewegen kann. Bereits 3 Level 1 Blasrohrschützen können einen Level 3 Schwertkämpfer so stunlocken, dass er letztendlich den Giftfallen zum Opfer fällt, wobei einer der Blasrohrschützen dabei schwer verletzt oder getötet wird. Sie sind also sehr effektiv gegen einzelne Soldaten und könnten potenziell die Dieb-Bogenschützen-Kombo besser handhaben. Aber der Freeze passiert nicht nach jedem Treffer. Es gibt ein paar Arten und Weisen, auf die ein Spiel so etwas handhaben kann, aber meine Beobachtungen deuten stark darauf hin, dass hier der Zufall entscheidet. Die Chance, dass ein feindlicher Soldat nach einem Treffer gelähmt wird, scheint bei Level 1 Blasrohrschützen bei 50% zu liegen, steigt bei Level 2 auf etwa 70% und bewegt sich bei Level 3 zwischen 75 und 80%. Ein zufälliger Blick in die Patchnotes hat diesen Unterschied sogar bestätigt, lieferte aber keine genauen Werte. Dies hat keinen Einfluss auf die Dauer der Lähmungen, aber höherwertige Soldaten können den Effekt deutlich zuverlässiger hervorrufen. Kampfkraft scheint jedoch keine Auswirkungen darauf zu haben. Zivile Spezialisten, einschließlich Priester, sind gegen den Effekt immun. Aber wie schlagen sich Blasrohrschützen in einem richtigen Kampf? Kurzer Disclaimer, Kampfsimulationen sind in diesem Spiel kaum sauber durchzuführen und die Ergebnisse können sich drastisch verändern, wenn das Pathfinding nicht mitspielt. Hinzu kommt auch noch die Zufallskomponente des Freeze-Effekts, den wir vorhin festgestellt haben. Wie im Video zu den Axtkämpfern lassen sich immer Armeen mit gleichem Materialwert und identischer Kampfkraft gegeneinander antreten. Reine Blasrohrtruppen liefern schreckliche Ergebnisse im Vergleich zu reinen Bogentruppen ab. Aber zugegebenermaßen ist das nicht wirklich fair, da die Rolle der Blasrohrschützen eher in den Bereich Ranged Support fällt. Da es sich um Fernkämpfer handelt, halte ich es für am sinnvollsten, sie in direkte Konkurrenz mit Bogenschützen zu setzen. Im nächsten Schritt ließ sich also eine gemischte Truppe mit unterschiedlichen Verhältnissen aus Blasrohr und Bogenschützen gegen eine Truppe aus 50 Schwertkämpfern und 50 Bogenschützen antreten. Bei einem Blasrohranteil zwischen 10 und 20% kamen die Ergebnisse einer reinen Bogenschützentruppe sehr nah, waren aber immer noch leicht darunter. Im Low-End sind Blasrohrschützen in dieser Zahl also kein Nachteil, verbessern eure Chancen aber auch nicht. Aber was ist mit dem High-End? Leider schlagen sich die Blasrohrschützen hier noch schlechter, da sie einfach nicht die nötige Feuerkraft mitbringen, um Level 3 Einheiten alleine töten zu können. Ihre Ergebnisse sind allesamt gleichwertig oder schlechter als ihre Level 1 Gegenstücke. Tests mit 150% Kampfkraft habe ich nicht mehr durchgeführt, da Blasrohrschützen den geringsten Schadenswert im ganzen Spiel haben, noch unter Sanitätern, und sie daher kaum davon profitieren würden. Im kleinen Maßstab können Blasrohrschützen die Bogenschützen-Deep-Combo unterstützen, da das Risiko, dass eine der beteiligten Einheiten verletzt wird, sinkt und weniger Einheiten insgesamt notwendig sind, wodurch ihre Positionierung einfacher wird. Aber das allein rechtfertigt kaum ihre Existenz, und diese Combo funktioniert nur gegen KI-Spieler. Gegen Menschen ist sie nutzlos. Vielleicht mache ich auch alles falsch, aber meinen Zahlen zufolge sind Konstellationen mit Blasrohrschützen im allerbesten Fall knapp gleichwertig mit Konstellationen ohne sie. Leider sehe ich auch keinen gut umsetzbaren Weg für einen Buff. Mehr Gesundheit würde sie nur zu Bullet Sponges machen, mit mehr Schaden würden sie potenziell zu besseren Bogenschützen und sie sollten diese nicht weitgehend verdrängen. Rüstung halte ich nicht für thematisch passend, würde sie aber zumindest resistenter gegen Bogenschützen machen. Eine interessante, aber leider nicht umsetzbare Möglichkeit wäre meiner Meinung nach, dafür zu sorgen, dass durch Blasrohrschützen und potenziell auch den Frostzauber eingefrorene Einheiten doppelt Schaden aus allen Quellen außer anderen Blasrohrschützen nehmen. Auf diese Weise könnten einige Blasrohrschützen die Schlagkraft der Einheiten, die sie begleiten, erhöhen. Ohne eine solche Mechanik sieht es aber eher so aus, dass Blasrohrschützen eine nicht zu Ende gedachte Einheit sind, auf die man eher verzichten sollte. Sie sind nicht schrecklich, bieten aber in keiner realistischen Situation echte Vorteile.